Ja, war ich selten durch, muss ich sagen. Deswegen bin ich am Staunen, weil also Langstrasse ist ja jeder am Fahren. Ja. Am dritten Telefon muss ich ganz kurz benutzen da. Ich habe echt nicht sagen, dass ich muss mir aus nach dem Hause gehen. Da in der nächsten Stunde. Ja. Irgendwann noch in diesem Jahrtausend, ja. Vielen Dank. Sorry, können Sie bitte Taxi sagen? Bitte da. Das ist Golle, Sorry, wir sind an der Langstrasse im Stossverkehr. Ich kann reden, aber wir schaffen es vor dem Boden. Ja. Zürich ist schon so ein bisschen der Puff der Schweiz, oder? Also, ihr habt jetzt gerade mal eine Zahl, irgendwie 2.000 bis 4.000. Ja, und das bei 360.000 Einwohnern, also kann man sagen, also... Ja, die machen das nicht mit Zürichern, oder? Also es gibt, was ist denn vielleicht... Ich glaube, es gibt auch noch viel, wo andere Nebenbeschäftigungen haben. Aber jetzt müssen wir mal rechnen, es sind vielleicht 50.000 Fußgänger in Zürich, Stadt Zürich würde ich mal sagen. Ja. Also mehr könnte es nicht sein, weil es sind ja auch viele Kinder oder Greise hier, ja. Also würde ich mal sagen, 50.000 Fußgänger und da wären aber die 4.000 Nuten nicht satt davon, oder? Also das muss schon, gewaltig hier was herkommen immer. Ja, ich glaube, Aargau oder Schweiz oder Basel, sogar ja, Basel hat selber Buch. Ich meine, das werden die gerne machen wie in Schweiz, oder ich meine, sind viel zufrieden, dass sie das Glück finden, aber dass wir ja nicht überkommen. Ja. Yeah.
Ja, wir packen heute Morgen, habe ich eine Packung Kondome hier im Taxi gefunden. Na, ganz geil. Nein. Ja, aber ich habe die Frau, die erzählt hat, wie sie ausgeraubt wurde, oder wie sie gezahlt hat. Wie war das? Wenn die Frau, die ausgeraubt werden, oder ja. Ja, also ich es ist so, also mein Taxi habe ich hier kaum Ärger in Zürich. Aber ich fahre ja auch sehr viele ausländische Geschäftsleute oder ja, Omis und ich weiß aber, ich kann mir vorstellen, dass es hier nachts ganz schnapp geht. Ja, also ich, so, ich bin auch lang genug nachts gefahren und ich bin, also ich bin ja jetzt, ich bin in England Taxi gefahren und da so in Brighton, und da ging es also immer zur Sache auch tagsüber, weil die Tarife waren recht billig und da sind halt auch viel so Assis und so gefahren, ja, also das war oder Droger, Junkies und so, also das war schon kriminell, ne? Okay, natürlich, ja. Ja, nicht viel mehr als hier. Ja, recht. Aber das war, da hatte ich jeden Tag Ärger in Brighton. Und hier habe ich nie Ärger, aber das liegt daran, dass ich halt die Geschäftsleute fahren oder viele Omis. Ärger hat man ja nicht, so langweilig. Der kriegt den Wir sind ein bisschen auch schon weit abgehauen. Ja. Zweimal. Da fahren wir nochmal gerade links, dann fahren wir weiter. Ja, also ich meine, ich habe schon was zu schreiben über den Job, ne? Und dann 20 Meter und dann da wieder links in die Konradstraße hinein. Wartezeit ist halt 70 Franken. Die Wartezeit ist teuer. Die Wartezeit. Also wenn du runtergekommen bist? Ja, bis die Augen steht. Naja, okay. Ich habe mich Ich glaube nicht.